Hallo zusammen und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Ich bin Azanto, schön, dass ihr alle wieder reinschaut, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Und das hier ist unsere Protagonistin. Ich hatte ja euch ja, in der letzten Folge hatte ich euch ja gefragt, ob wir sie vielleicht nicht irgendwie ja in-game anders nehmen könnten. Also ich hätte da einen Namen, Gertrud. Was haltet ihr davon? Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob wir sie so auf jeden Fall nennen werden. Ende der letzten Folge sind wir leider hier unten, mussten wir leider. Haben wir uns Gras gebissen und zwar waren davor jede Menge Wölfe. Irgendwie hier, schaut mal, ne? Da sind die auf jeden Fall noch. Die ziehen aber langsam weiter, so wie es aussieht. Und kommen auf jeden Fall hier rein. Ne? Die kommen auf jeden Fall hier rein. Ich weiß aber auch nicht genau, wo die sind. Wie gesagt, unsere gesamte Ausrüstung ist da draußen verloren gegangen. Okay, die sind auf jeden Fall hier drin. Zumindest mal einer, der ist auf jeden Fall reingekommen. Jetzt gibt es da mehrere Möglichkeiten. Entweder wir bauen uns draußen runter. Ne, wo ich sage, das können wir auf jeden Fall probieren. Da kommen wir auf jeden Fall wieder an unser Equipment ran. Das Problem ist, dass die Wölfe immer noch da sind. Ja, schaut mal. Also, irgendwie läuft der wie wenn er so ein bisschen. Entweder ist er verwundet. Wie es aussieht, ist das nur noch einer. Kann das sein? Okay, das war auf jeden Fall auch nichts Schönes. Weil hier uns ist auf jeden Fall noch irgendwas reingekommen. Ich nehme an, das ist noch ein Zombie oder es ist vielleicht noch ein anderer Wolf. Kann alles sein. Schauen wir uns an. Ne, wie es aussieht, alles gut. Okay, da hinten ist mein Pferd. Ich würde trotzdem sagen, dass wir auf jeden Fall die Nacht hier oben bleiben. Ich mache da gar nichts. Ich gehe da definitiv nicht runter. Weil das Schöne ist dran, hier kommt einfach keiner hoch. Und das ist das Tolle. Gucken wir mal in Ruhe. Also die Jetons, die sollten wir auf jeden Fall mal dann mal von Händler mal mitnehmen und gegebenenfalls mal ausgeben. Wir haben nämlich auch noch keine Waffe dabei. Wir können aber auch keine Waffe bauen. Schaut mal, ne? Munition und Waffen. Wir können schon ein bisschen was herstellen, aber halt noch keine Waffen so in dem Sinne. Molotow-Cocktail könnten wir auch schon bauen. Das Problem ist, das ganze Zeug, alles was wir dafür hier bräuchten, das ist leider dort unten. Das ist leider dort unten. Naja, dann gucken wir mal, was wir sonst noch brauchen. Also hier bräuchte man auf jeden Fall das ein Jagdmesser. Okay, das ist ein Handwickel. Hier gibt es verschiedene Arten von Pfeilen. Das ist alles kein Problem. Hier gibt es auf jeden Fall den Bogen. Da könnten wir, ja, Holz. Könnten wir probieren. Probieren wir. Aber Moment, hier war das zu essen. Genau, jetzt müssen wir nochmal ganz genau überlegen. Wir bräuchten auf jeden Fall für den Bogen. Bräuchten wir auf jeden Fall ein bisschen Holz. Hier gibt es auf jeden Fall. Ach nee, das sind Bolzen. Aber hier gibt es Pfeile, schaut mal, Eisenpfeile und hier gibt es die Steinpfeile. Nehmen wir auf jeden Fall alle beide mal. Bisschen Holz bräuchten wir erstmal. Genau, und dann ein bisschen solches, ja, ich nehme mal so ein bisschen solches Stroh oder so, ne? Hier, Stroh und Holz. Zack, bauen wir mal einen Bogen. So, und dann hätten wir zumindest mal einen Bogen zusammen. So, wie sieht es denn aus mit Munition? Dafür bräuchten wir Pfeilspitzen aus Eisen. Und hier zum Beispiel hat man auch. Nee, bringt auch nichts. Andere Munition. Ein Stein. Hier, schaut mal. Nee, für Armbrüste, das war manche. Eiersteinpfeile. Dafür brauchen wir die Federn und dafür brauchen wir kleine Steine. Okay, gucken wir nochmal. Federn, mal gucken, ob wir irgendwas haben. Kleine Steine hat man ja gefunden. Okay, die Kiste ist noch schön komplett leer. Hier gibt es auch nichts. Mollys könnten wir vielleicht mit Öl, leeren Wasserkrügen. Hier kommt eine Idee, Benzin. Das Problem ist dran, Molotow-Cocktails könnten wir hier nicht so herstellen, weil da fehlt uns bestimmt das Rezept, oder? Ja. Mit der primären Aktion werfen. Bräuchte man auf jeden Fall noch Stofffetzen dazu. Benzin hätten wir ja jede Menge. 300. 300 bräuchte man dafür. Ist nicht wahr. Für einen Molotow-Cocktail. Okay, das ist mal richtig krass.
So, jetzt gucken wir trotzdem mal noch nach Federn. Federn, sehr, sehr gerne. Hier gibt es zum Beispiel die Taschenlampe. Die könnten wir auf jeden Fall mitnehmen. Ah, hier, schaut mal. Wir haben doch einen Stufe 2 primitiven Bogen. Dann rüsten wir den mal aus. Könnte man den Bogen jetzt irgendwie verändern? Wäre das machbar? Ja, den könnte man auf jeden Fall, wie es aussieht, modden, oder? Aber leider mit keiner. Doch, könnte man. Nee, also mit der Taschenlampe. Ah, okay, das wär zu schön gewesen. Mit der Taschenlampe, okay. To inspect an item. Ja, das stimmt. Und dann halt irgendwie dazu verwenden. Das wäre schön gewesen, aber es geht leider nicht. Okay, da müssen wir den Bogen natürlich so lassen. Munition hätten wir auf jeden Fall da. Läuft der Wolf noch hier rum? Nein. Hier unten läuft irgendwas rum. Das ist ein Reh. Wie es aussieht, sind die wieder raus. Wie es aussieht, ist der Wolf wieder weg. Schaut mal. Ich meine, wir könnten es ja mal wagen. Wir könnten ja auf jeden Fall mal runterschauen. Drehen wir mal aus. Munitionswechsel. Wir haben auch die Feuerpfeile und die Sprengpfeile. Das können wir dann alles irgendwann mal herstellen. Finde ich persönlich richtig gut. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich getraue mich nicht so wirklich dort runter. Ich getraue mich. Zumindest mal niemand zu sehen. Ne? Da läuft der Bär. Und dahin laufen die Wölfe. Schaut mal. Ich meine, wenn wir uns ganz, ganz leise verhalten, hätten wir vielleicht eine gute Chance. Ah, die kommen auf jeden Fall wieder her. Vor allem, wir sehen sie ja nicht. Das ist das. Sehen aber auch nichts, ne? Ja, man sieht hier echt, man sieht hier null. Da vorne steht er jetzt. Wieso treffen wir nicht? Was ist das mit Bogen ziehen? Das. Okay, wir haben zumindest mal alle Pfeiler verballert. Ich weiß aber auch nicht, warum wir nicht treffen. Vielleicht müssen wir das ein bisschen mit Bogen probieren. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Okay. Da läuft auf jeden Fall das Reh rum. Da läuft der eine Wolf. Wo ist denn der Bär? Der ist kalt. Suche Kleidung, finde einen Unterschlupf. Zünde eine Fackel an oder mache ein Lagerfeuer. Alles klar. Dann sollten wir vielleicht das Lagerfeuer hier reinholen, oder? So, jetzt wird er auf jeden Fall mal wieder ein bisschen warm ums Herz. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Das Problem ist, dann ist 1 Uhr 6, müssen wir auf jeden Fall mal noch ein Stück warten. Da müssen wir uns halt ganz, ganz langsam, müssen wir uns halt ganz, ganz langsam dort vorpirschen. Ja, alles gut. Na, es geht nämlich ganz, ganz schnell, dann wird es wieder kalt. Es geht echt schnell. Oh, schaut mal, okay, hier steht der Bär. Da sind auf jeden Fall die Wölfe. Das Schöne ist dran, dass die langsam weggehen. Also, es gibt jetzt noch eine Möglichkeit, und zwar direkt hier runterspringen. Hier runterspringen, unser Equipment holen. Wenn es irgendwie geht, reinlaufen. Ja, Moment, ich habe eine Idee. Okay, wir probieren was. Okay. Okay, wir probieren was. Dann holen wir mal alles Holz, was wir noch haben. Ach, das haben wir sowieso da drin. Dann bauen wir noch ein paar solche Blöcke, würde ich vorschlagen. Solche hier. Ja, machen wir mal 6 Stück oder so. So, zack. So, dann legen wir die auf die 3.
Und dann würde ich sagen, können wir die hier irgendwie daneben anlegen. So, und jetzt sollten wir irgendwie mal gucken, dass wir hier runterkommen. Also anlegen hier drüben können wir nicht. Ich würde ja gerne schauen, dass wir hier daneben vielleicht einen angelegt bekommen. Genau so. Und dann würde ich hier langsam runtergehen wollen. Jawohl. So habe ich mir das vorgestellt. Genau so. Wieder keinen Holzraumblöcke. Ja gut, das ist nicht schlimm. Das müssen wir aber dran lassen, sonst fällt die ganze Konstruktion zusammen. So, ne, so habe ich mir das vorgestellt. Was läuft denn hier unten rum? Ne, alles gut, eigentlich nichts. So. So, ne? Wäre noch der Oberbrüller beim. So sieht doch das richtig gut aus. Gefällt mir. Und dann hat so eine Leiter hier rangepackt. Und dann halt mit der Leiter dort runter. Ich sag mal hier so eine. Wie viel kostet denn das? 3 Stück. So, dann würde ich sagen, packen wir hier die Leiter her. Nee, eben nicht. Dahin. Und irgendwie, wenn es geht, noch drunter. Wir hatten es doch gerade, oder? Ah, na komm. Jawohl. Okay, ist das jetzt richtig rum oder ist das falsch rum? So wie es aussieht, ist das richtig rum. Wenn wir jetzt so hoch springen, soll doch das gehen, oder? Was meint ihr? So, nochmal ganz, ganz schnell eine bauen. Ziehen wir dann gleich hier ran, oder? Passt das? Jawohl, das passt. Schaut mal. Okay. Ja, es ist kalt, ich weiß. Auf jeden Fall schauen, dass uns diese Tiere nicht angreifen. Weil wir haben dort so viel Tonnen Loot. Da ist das Reh. Hier hinten sind die Wölfe. Da sehe ich den Bär. Hier hinten ist er. Da ist er. Und hier ist unser Loot. Leute, wir haben es geschafft. Unseren Loot. Komm, mein Freund. Immer komm her. So. Rucksack. Alles nehmen. Alles nehmen und bloß wieder weg. Ja, ich weiß. Ich bin überlastet. Das ist mir klar. Müssen wir auf jeden Fall nur mal hier raus, damit die uns nicht mehr sehen. Wir schleichen uns auf jeden Fall hier vorbei. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht. Und dann sieht doch das richtig gut aus, finde ich. Okay, perfekt. Unser Anbus, unsere Leiter. Okay, so. Jawoll. Boah, übel krass. Ja, okay, das ist doch auch nicht schlecht. So kommen die auf jeden Fall nicht hier hoch. Wir haben unseren gesamten Loot wieder. Boah, ich bin einfach nur froh. Unglaublich. Schaut mal, wie viel das Loot war. Also es war richtig, richtig krass. Das ziehen wir auf jeden Fall auch mal an. Ne, das ist Stufe 3 und das ganze andere Zeug, ne, alles, was wir bekommen haben. Ein Glasfragment. Okay, und was heißt das? Klassenpapier. This is crafted at the end of your class quest line to complete and grant you your class starter. Okay, alles klar. Das heißt, das müssen wir hier rauspacken. Das brauchen wir wahrscheinlich hier nicht. Okay. So, was hat man denn noch? Hier hat man einen Malerpinsel. Es ist ja geil. Rote Farbe, wie es aussieht. Ein Malerpinsel mit roter Farbe. Okay.
Und hier schaut mal jede Menge zu essen wieder mit mir. Am Yuka-Saft dabei, Nägel, Reparaturkits für verschiedene Rüstungsteile, Donnerbüchsen. Das ist unsere erste wirkliche Waffe. Und wir statten jetzt hier drüben auf jeden Fall unser Lagerfeuer. Statten wir jetzt auf jeden Fall, meine Lieben, mit einem Kochtopf aus. Hier. Super. Kochtopf erforderlich. Wir haben jetzt alles da. Das heißt, wir könnten jetzt hier im Prinzip ganz gemütlich mit Eiern und mit gekochtem Wasser könnten wir jetzt hier ganz gemütlich was basteln. Jetzt machen wir erstmal das ganze Essen raus. Alles, was wir hier bekommen haben, räumen wir auf jeden Fall mal hier raus. Hört ihr das? Ja, das ist wieder irgendeiner, der von irgendwo versucht, wieder reinzukommen. Das können Sie gerne machen. Hier Kartoffeln. Schön. Einfach nur schön. Oh, schaut mal. 14.000 haben wir mittlerweile. Richtig viel. Hier jede Menge Munition. Hier gibt es noch, genau. Das ist für die Schmelze, glaube ich. Extra zum Boosten. Hier gibt es Stahlwerkzeugteile für Waffen und so weiter. Also gibt es so viel Wahnsinn. Echt, echt Wahnsinn. So. So, ne, schaut mal, also das wird alles immer ein bisschen weniger. Hier können wir noch mal ein bisschen was sortieren. Sehr schön. Sollten wir uns eine extra, ich denke mal, sollten wir uns vielleicht eine extra Kiste bauen mit hier so mit Waffeninhalten oder so. Hier zum Beispiel alles, was geht, würde ich dann hier reinpacken. Jede Menge Schaufeln dabei, Drahtwerkzeuge, richtig cool. Pinseln. Hier gibt es zum Beispiel eine Schaufel. Da können wir auf jeden Fall, eine Schaufel mitnehmen, so ein bisschen rumbuddeln. Hier gibt es dann den Schraubenschlüssel dabei. Hier gibt es dann, wie gesagt, Drahtwerkzeug. Kann man elektrische Bauteile verdrahten. Das ist auch richtig gut. Hier gibt es zum Beispiel einen Fahrradlenker. Packen wir noch mit beide Waffen rein. Hier war dann der Vorschlag, haben wir Stufe 3. Den würde ich mal auf jeden Fall nehmen. Ah, das ist mit dem Slot der Taschenlampe belegt. Alles klar. Steinspeer. Ja, Donnerbüchse. Ja, ich will mal das rausnehmen. Raus. Keule brauchen wir erstmal auch nicht, oder? Na, was? Raus. Donnerbüchse. Ja. Mein Rüstungsteile, dafür könnten wir auch mal noch wie eine eigene Rüstungsteile, eine eigene Truhe bauen, würde ich sagen. Und hier hätten wir auf jeden Fall noch ein bisschen Holz, das ist richtig gut. So, dann sollten wir das mal noch hier rauspacken. So, sortieren wir mal. Hört mal, da klopft einer immer noch dran rum. Lass ihn klopfen. So, hier ist auf jeden Fall Aloe Vera. Kannst du Fertigung von Gegenständen mit Heilungseigenschaften. Genau deshalb habe ich das ja gesucht. Hier gibt es auf jeden Fall noch Chetons. Die kann man dann noch einsetzen, wie auch immer. Ja, und dann würde ich mal vorschlagen, die andere Kiste machen wir dann einfach mal mit anderem Unrat voll. Gut, die Pflanzenfasern, die können wir woanders reinlegen. Ich hätte gerne die Truhen, hätte ich gerne so richtig so versetzt. Wisst ihr, was ich meine? Gut eingeben, suchen, aufschließen. Achso, Behälter sind. Okay, die kann man noch. Okay. Genial. Genial. Hier kann man nichts machen mit dem Teil. Mit dem Teil kann man auch nichts. Schade, dass man es nicht versetzen kann. Ne? Das ist echt schade, wirklich. Und es wird wieder, schaut mal, es wird wieder schlechtes Wetter. So, was brauchen wir denn zum Reparieren von dem. Was brauchen wir denn zum Reparieren von dem Teil? D. Ach nee, damit können wir da rauslegen. Beschreibung. Ach so, ja, alles gut. D rauswerfen. S. Ach nein. Gut. Okay, S ist auf jeden Fall verwerten. Da müssen wir mal überlegen, was haben wir dann dafür gekriegt, wenn wir den jetzt verwertet haben. Ja gut, okay. Das war unser einziger Vorschlag, haben wir. Das war echt unser einziger wirklicher Vorschlag, haben wir, den wir hatten. Und den haben wir gerade jetzt. Okay. Hier gibt es wieder einen Vorschlaghammer. Bräuchte man nur ein paar Steine. Dann können wir auf jeden Fall das Teil wieder bauen. Einer der besten Waffen, um Schädel einzuschlagen. Ja, genau. Brauchen wir nur noch ein paar Steine. Die haben wir, glaube ich, hier vorne liegen gehabt irgendwo. Ich glaube hier.
Hier, ne? Genau. Könnten wir das Teil auch so einfach bauen, ne? Ah, okay, alles klar. Verfügbare Punkte 12. Ah, die müssen wir dann... Okay, das müssen wir in der Fertigkeitenliste, müssen wir das dann ausgeben. Würde ich dann sagen, hier gibt es auf jeden Fall die Bellows, ne, wie es aussieht. Hier gibt es dann die Vorschlaghammer. Okay, wie kann man die Punkte ausgeben? Irgendwas mache ich noch falsch. Ich muss irgendwas, auf irgendwas sollte ich... Ach, da musste Level 10 sein. Okay, und hier? Okay, und wie... Und was muss ich jetzt hier machen? Spieler Level 30. Okay, das geht sowieso noch nicht hier, weil wir sollten erstmal das aufsperren. Aber Level 30, wir sind gerade mal Level 8. Okay, alles klar. Das hier ist Level 60. Wow. Okay, ist das vielleicht ein bisschen... Okay, alles beginnt hier mit Level 10. Das könnten wir auf jeden Fall schon nehmen, den Steinspeer. Nee, können wir ihm netten. Ach so, den Steinspeer, das war das, ne? Okay, das können wir kaufen. Okay, alles klar. Jetzt können wir zumindest mal einen Steinspeer herstellen. Okay, jetzt weiß ich zumindest mal, wie das geht. Das ist schon mal richtig gut. Hier können wir zum Beispiel... Ah, Schmelz... Oh, schaut mal, hier können wir schon die erste Schmelze bauen. Okay. Hier können wir auf jeden Fall eine Chemiestation bauen, eine Fabrikstation. Oh ja, was mit Munition, richtig geil. Hier können wir irgendwas brauen? Okay, hier können wir Tools herstellen. Bräuchten wir aber bestimmt Level 50. Wow. Hier können wir irgendwas mörsern. Ölpumpe. Und auch hier Screamer. Ah, damit kann man wahrscheinlich irgendwas anlocken. Okay, das ist auch noch versperrt. Das ist auch noch... Ist alles noch versperrt, ne? Hier kann man sogar angeln. Ah, das ist ja geil. Das ist ja genial. Hier, ah, hier können wir unsere... Okay, hier können wir das... Hier können wir das auf jeden Fall erweitern. Und das wird sich automatisch, wird das erweitert. Mit jedem Kill, mit jedem... Mit jedem Kill, mit jedem Crafting, mit jedem, ich sag mal, mit jedem anderen Tool wird es irgendwie verbessert. Hier könnte man dann Munition herstellen. Hier kann man nochmal Waffen herstellen. Wahnsinn. Hier zum Beispiel kann man... Was ist das hier? Okay, man kann höher qualitativ höhere Tools herstellen. Hier. Und dann kann man wahrscheinlich immer weiter raus. Wow. Okay, alles klar. Das sehe ich ein. Okay. So. Ich bin sofort wieder da, mein Lieben. So, entschuldigt bitte. Da war gerade irgendein ganz, ganz komisches Rauschen drauf. Ich habe jetzt mal, bin mal der Sache nachgegangen, was das war. Ich kann es euch leider nicht sagen. Aber ich habe es auf jeden Fall wieder weggekriegt, gerade nochmal resettet und dann alles ist gut. Hier vorne gibt es jetzt ein Pferd. Ich höre aber immer noch die Wölfe. Also das, der Bär, wie es aussieht, ist wahrscheinlich nimmer. Okay, hier ist auf jeden Fall einer. Okay, hier vorne ist... Boah, alles klar. Also das ist... Hier ist jede Menge Getier vor dem Teil. Der Bär, der kämpft sich gerade hier an der Lampe frei. Das Schöne ist, dass die Tiere gegen die Zombies kämpfen. So wie es aussieht, will hier irgendwie... Er mischt den Zombie rein. Hier unten. Okay. Ja, zum Glück ist die Seite hier drüben nett. Ist die nett betroffen? Deshalb würde ich mal sagen, wir gehen mal ganz schnell hier rüber. Hierher. So. Schaut mal. Dann bauen wir halt hier den Gebietsschutzblock, den Block wieder hin. Den wir vor uns hier so abgerissen hatten. Dann würde ich sagen, bauen wir den gerade hier wieder auf. Zack, einmal aufgebaut. Dann legen wir den gerade wieder hier unten an. So. Und dann können wir jederzeit hier hoch und hier runter. Ja, und dann währenddessen hier, die sich hier die Schädel einschlagen, würde ich mal sagen,
laufen wir auf jeden Fall mal darüber Richtung Hotel und gucken uns da drüben mal um, oder? Was meint ihr? Essen, Trinken ist noch genug da. Wir bräuchten nur mal eine gescheite Waffe. Ach, dazu bräuchten wir. Dazu müssen wir wieder. Ja, gut, dann greifen wir wieder auf die handelsübliche Keule zurück. Haben wir ja auch mittlerweile zwei, drei Stück. Nein. Habe ich falsch geguckt. Und zwar, ich habe das mit der Steinaxt verwechselt. Alles klar. Also, hier gibt es zum Beispiel den Speer. Legen wir mal den Speer rein. Ja gut, ist auch nicht schlecht. Was kostet das Teil zum Reparieren? Also reparieren können wir es auf jeden Fall. Mich würde es mal bloß interessieren, wie kann man das reparieren? Oder was bräuchte man zum Reparieren? Das würde mich mal interessieren. Steht hier leider nirgends. So, dann gucken wir mal. Also alles das, was noch übrig ist, fliegt natürlich jetzt mal weg. Und wie es aussieht, haben wir sogar ein paar Kisten. Zu wenig, ich glaube es gar nicht. Ah, hier haben wir noch einen. Schaut mal, Steinvorschlag haben wir. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann würde ich das gerne mal tauschen. So, dann sieht er das schon mal viel besser aus. Den reparieren wir gleich mal durch. Okay, dann sieht er das mal sehr gut aus. Dann packen wir alles, was hier noch geht. Packen wir hier weg. So. Ja, hier unten gab es noch was. Ne, okay, das war eine Batterie. Hier gibt es auf jeden Fall ein Knochenmesser. Alles gut, hört ihr das? Die hauen sich da aber tüchtig. Federn für Pfeile. Ja gut, mir soll es egal sein, ganz ehrlich. Also, dann bauen wir im Prinzip nur mal eine Kiste noch schnell auf, würde ich dann sagen. Bräuchte man auf jeden Fall wieder ein bisschen Holz. Ich wollte gerade sagen, warum haben wir jetzt vor lauter Schreck das Holz hin? Wir müssen auf jeden Fall, sollten wir mal ganz, ganz dringend sortieren. Das ist mir jetzt klar, weil sonst sieht man hier gar nicht mehr durch. Schaut mal, hier ist das Holz. Dann stellen wir auf jeden Fall mal noch zwei Kisten her. Würde ich sagen, packen wir auf jeden Fall wieder mal hier mit raus. Ja, und genau deshalb wollte ich das nämlich so hinpacken, weil das passt dann nämlich ideal auf die andere Seite hätte das gepasst. Aber gut, man lernt halt auch noch dazu. So, das ist der Essen. Gut, komm, das ist der Essen, nehmen wir mit. Fertig. Jetzt wird mich nur mal interessiert. Die Fertigkeiten kann man da damit auch zum Beispiel den Rucksack vergrößern. Genau, also hier kann man ja zum Beispiel Munition herstellen. Da braucht man wahrscheinlich Rezepte dazu. Ja auch. Oh, Level 20. Hier könnte man, ja, hier könnte man auch verschiedene, wahnsinnig viele verschiedene Sachen herstellen. Schaut mal. Benefit hier zum Beispiel, hier würde ich würde gerne mal versuchen, mehr zu tragen. Das wäre richtig gut. Hier kann man zum Beispiel. Okay, Spezialisierung auf Zerstörung mit dem Vorschlaghammer. Vending Machine, okay. Und das ist zum Beispiel. Du kannst mehr Items tragen. Okay, das nächste wird freigeschalten. Player Level 15. Und alles das, was hier leuchtet, das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Schaut mal. Das kann man hier. Okay, das sehe ich ein. Dann kann man hier mit dem Sledgehammer arbeiten. Hier gibt es zum Beispiel noch gar nichts. Hier gibt es zum Beispiel Truhen. To craft bigger storage containers and better doors bridges. Okay, das ist richtig geil. Okay. Wahnsinn, schaut euch das mal an, was es hier alles gibt. Schaut euch das bitte an. Hier kann man Tradesman machen. Hier kann man die Klasse Soldat machen. Survivalist. Ne, da hätte ich gerne hier erstmal den Tradesman, weil das mit größeren Sachen bauen und Tools machen. Okay, dafür brauchen wir natürlich, wie es aussieht, irgendwas. Da müssen wir garantiert irgendwas herstellen. Hundertprozentig. Okay. Wow. Schaut mal, was das hier alles gibt
für Tools, für Sachen. Ah, und das sind, okay, alle die Bücher, die wir bis jetzt freigeschaltet haben. Und alles das, was hier auch leuchtet, dürfen wir natürlich hier auch basteln. Okay, alles klar. Das sieht noch ein bisschen anders aus, aber wir können es auf jeden Fall freischalten. Ne? Action Skills. Klingenwaffen. Hier können wir auf jeden Fall auch Action Skills, Shotguns, Pistolen. Das können wir alles freimachen. Okay. So. Gut, das ist aber erstmal egal. Schaut mal. Also, jetzt haben wir mal, jetzt haben wir mal richtig, richtig lange hier angeguckt, die ganzen Sachen. Haben unseren Loot wieder geholt. Ich würde dann sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns auf jeden Fall hier drüben mal um. Bis jetzt sind ja die Wölfe auf der anderen Seite. Das heißt, wir können hier problemlos hier runter. Wahnsinn, was es hier alles zu bauen gibt, was es hier alles zum Sortieren gibt. Es ist der Hammer. Es ist unschlagbar. Unglaublich. Also, ja, macht euch auf was gefasst. Jetzt nächste Runde, Loot-Runde dort vor. Ich bin gespannt. Meine Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zugucken, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge 7 Days to Die hier wieder mit dabei seid. Ganz, ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Zanto. Bye, bye.